Heyo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, gestern kam das erste Chapter von Konoha Shinen raus, wozu ich auch eine Live-Reaction auf Twitch gemacht habe. Werde ich für jetzt auch weiterhin immer machen. Also am 11.11. sollte die nächste Reaction kommen. Und wie immer bei solchen Streams und sonst was, wir haben live eine Review aufgenommen, so die wird zum Zuhören einfach nur gedacht sein. Deswegen, ihr könnt es nebenbei laufen lassen. Wir haben ein bisschen über das Chapter geredet. Ich bin ein bisschen sehr abgegangen, weil ich das Chapter über alles liebe. Aber ja, gönnt euch. Ich hoffe, es ist hörbar oder so. Auf jeden Fall, gönnt euch viel Spaß und... Jo. Aber gut, das erste Chapter vom Mirai-Manga ist draußen, vom Konoha Shinden-Manga. Ja, was ich halt immer Mirai-Manga nenne, Mirai-Arc nenne, so, weil sie halt der Hauptcharakter von dem Arc ist. Und einfach Konoha-Arc zu sagen, ist ein bisschen weird, oder Konoha Shinden zu sagen. Ich nenne es einfach Mirai-Arc, damit ihr Bescheid wisst, so. Das ist auch der... Sag einfach Konoha-Story. Ja, genau, das ist Konoha-Story. Ja, auf jeden Fall, das erste Kapitel davon ist draußen. Es wird hauptsächlich mitunter den Mirai-Arc beinhalten, den wir auch im Anime bekommen haben. Aber das erst ab dem nächsten Chapter und wahrscheinlich mit einigen Ergänzungen und sowas, kann ich mir gut vorstellen. Hier dieses erste Chapter, Greatness, weil es hat erstmal so einen kompletten Manga-Original-Arc-Ding gemacht. So Arc, sage ich schon. Chapter ist auch so. Schau mal, jetzt sind nicht nur einzelne Kämpfe-Arcs, sondern hier der Anfang von einem Manga-Chapter. Ein ganzer Arc. Oh Mann. Ja, ich bin ein bisschen durch, weil ich ein bisschen zu sehr im Stream abging da bei der Reaction. Deswegen verzeiht mir das bitte. Aber ja. Auf jeden Fall, wir haben hier erstmal für den Anfang des Arcs was komplett Neues bekommen, was es weder in der Novel-Version gab, noch in der Anime-Version, was ich übertrieben schön finde, denn wir bekommen ein Mirai-Fucking-Flashback. Greatness, Alter. Es fängt halt damit an, Mirai, die halt über ihre Familie redet oder über die bekannten Leute ihrer Familie so, nämlich über Hiruzen halt, der Hokage war, der dann gestorben ist, ja, indem er auch das Dorf beschützt hat und sonst was. Dasselbe auch mit Azuma, der ein Jonin des Dorfes war, ein Elite-Shinobi, der ebenso das Dorf beschützt hat. Und ja, dass sie es jetzt so sieht, dass sie sich jetzt dafür bemühen muss, ein, ja, nennenswerter Shinobi zu sein, der von jedem respektiert wird und sonst was. Mirai for 8 Hokage, Alter. Ich brauch sie als 8. Hokage. Oh Mann, ich liebe es. Und das Gute hier ist, das spielt, wie gesagt, ein paar Jahre in der Vergangenheit. Wir können jetzt schwer sagen, wie lange vor der Bruto-Zeit, wenn man so sagen will. Aber auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt ist Naruto noch nicht der Hokage. Ja, und wir sehen Mirai noch mehr oder weniger als Kind, so. Die halt gerade erst Genin ist. Was schön ist. Wir sehen noch ein paar Einblicke im Dorf, so. Wir bekommen ein paar Shots, so, wie Gaara mit Naruto irgendwie zusammen im Dorfschild an Sachen arbeitet. Wie Boruto mit Himabari chillt noch bevor Boruto Shinobi ist und sonst was. Ich liebe es, es ist so schön zu sehen, Alter. Ja, auf jeden Fall Mira redet drüber, dass, ja, nachdem der 4. Shinobi-Weltkrieg zu Ende war, ja, die Welt langsam zum Frieden gekommen ist und es halt immer und immer besser wird mit der Shinobi-Welt, aber es trotzdem auch in den Friedenszeiten Situationen gibt und Zeiten gibt, wo Shinobis, ja, viel Arbeit haben und vieles tun müssen, so. Und wir sind auf der klassischen ersten Genen-Mission, die Katze fangen. Kennen wir ja von Naruto, kennen wir von Boruto, kennen wir von allem. Schön zu sehen auf jeden Fall, dass Mirai das dann auch durchmachen musste, vor allem weil es gleich dann auch noch wiedergeholt wird im Chapter. Liebe ich auf jeden Fall Mirai zu sehen und ihr früheres Design ist Greatness. Allein ihre Jacke, dass sie... Die hat eine übel stylische Jacke mit so einem Pelzkragen irgendwie. Das ist so fucking cool, Alter. Ich möchte dieses Outfit im Anime sehen, Mann. Und ja, sie hat gerade ihre Katze gefangen, also hat ihre Mission, sag ich mal, beendet, aber ist halt vor ihrem Team komplett vorgerusht. Also sie, ja, überanstrengt sich ja komplett, sie geht Sachen nicht ruhig an, die geht mit vollem Einsatz rein und ja, hat deswegen ihr Team vor Augen verloren, weshalb sie alleine irgendwo ist, nachdem sie die Katze gefangen hat und sie weiß gerade gar nicht mehr, wo es zurückgeht. Sie versucht gerade irgendeinen Weg zurückzunehmen, aber sie weiß halt nicht, wo lang. Sie denkt schon daran, wie die Ärger von Kurenai bekommt. Aber dann hört sie, dass, ja, irgendjemand irgendwo in der Nähe ist, geht dahin und hört dann, wie jemand sagt, dass die Ära der Shinobi zu Ende ist. Bekommt da jemand auch irgendwie Boruto Chapter 1 Flashbacks? Irgendwie das erste... Ja, gut, das ist doch 100% bewusst gemacht, einfach um so, ihr Boruto kennt ihr.
Safe, Alter, safe. Vor allem, weil das auch so kam. So, Mira redet erstmal drüber, Alter. Ja, Mann, ich hab zwar vieles versaut so, aber ich arbeite immer weiter hart an mir. Ich gebe niemals auf und ich weiß, dass ich irgendwann von jedem bewundert werde. So, irgendwann werde ich ein großer Shinobi. Und dann kommt auf einmal die Sprechblase, so nachdem sie das sagt, die Ära der Shinobi ist vorbei. So, außerdem ist einfach so ein richtiger Break. Das hatte mich auch in der Reaction komplett rausgezogen, Alter. Ich bin auch fest überzeugt, besser als die Person, die jetzt gleich kommt, wäre gewesen, so ein Little Kawaki, der so einfach Spaziergang durch die Woods macht und den Satz trainiert so. Genau, Alter. So kannst du was sehen. So in verschiedenen Stimmlagen so. Der Shinobi ist vorbei. Ey, Mann, Alter. Einfach ein Proben für seinen Take für den Boruto-Manga, Alter. Ja, ja. Oh, fuck, Alter. Derjenige, der da ankam mit, dass die Ära der Shinobi vorbei ist, ist Mr. Cowboy himself, Alter. Und ja, ist einfach so ein Dude, der gefühlt ein blindes Auge hat. Sein Auge scheint wirklich irgendwie crashed zu sein, keine Ahnung. Der hat ein überkrasses Design, der kommt übel dark rüber, Alter. Wo ich mir teilweise wünsche, dass ich mehr von ihm gesehen hätte, oder dass wir mehr von ihm gesehen hätten, weil der wurde in den Chapter schon abgefrühstückt, aber wer weiß, vielleicht wird er ja noch irgendwie reingebaut. Ist ja, nicht auszuschließen. Whole Horse, wenn er in Naruto gelandet wäre. True, Alter, das ist fucking Whole Horse, ja! Aber ja, auf jeden Fall, er ist derjenige, der halt gesagt hat, dass die Ära der Shinobi vorbei ist und dass Shinobi nichts weiter als ein Relikt der Vergangenheit sind, so. Und ja, Mirai sieht ihn halt, sieht dann auch, wie er ja, so redet, so, dass die neue Ära beginnt und ja, dass wir uns der neuen Ära anpassen müssen und bla. Ja, Mirai erinnert sich an den Dude auf jeden Fall, da er im Bingo-Book zu sehen ist. Und ja, sein Name ist Menu. Und, also zumindest geht sie davon aus, dass sein Name Menu ist. Was hier aber auch interessant ist, wir wissen zwar, wenn das Chapter weitergeht, dass Menu aus mehreren Leuten besteht, also dass es halt eine Gruppe ist, aber es wird ja so voll dargestellt, als ob er alleine ist, er redet mit jemandem, so den wir nicht sehen. So, like, wo ich mich halt frage, redet er da wirklich gerade mit seinen Leuten oder ist es irgendwie so ein kleines Ding, dass er doch mit anderen redet? Aber wird wahrscheinlich mit seinen Leuten einfach sein, wird so ein kleiner Tease darauf gewesen sein. Er ist zwar eine Person, aber gleichzeitig auch mehrere Personen schon. Deswegen redet er mit sich. Ah. Also er redet mit sich, aber er ist ja, halt das ja macht, mehrere das Personen. Macht tatsächlich Sinn, das macht tatsächlich Sinn. Das macht tatsächlich, das ist übertrieben cool, stimmt, das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das kann echt sein, Alter. Vor allem, weil er dann sich selber auch antwortet und keine Ahnung was. Interessant auf jeden Fall. Aber ja, Menu bekommt auf jeden Fall mit, dass Mirai hinterm Baum da steht und ja, ihn beobachtet und sonst was und er spawnt direkt hinter ihr und sagt ihr so, yo, was machst du hier, junge Lady? Kompletter Creepshot, Alter. Mirai natürlich am Ausweichen so, es geht dann noch ein bisschen um die Katze, die Mirai gefangen hat, ja, wo Menu sich bereit macht, um zu schauen, dass die Shinobi-Katze ist, aber ist halt nicht der Fall, ist dafür eine random Katze, die gesaved wurde. Weshalb Menu dann auch checkt, dass Mirai ein Genin ist, weil das halt eine typische Genin-Mission ist, so. Und ja, er möchte Mirai einfach gehen lassen, so, lässt Mirai in Ruhe, beziehungsweise, ja, er selber geht, sagt dann zu Mirai, yo, ja, ich mach mich mal auf den Weg und du, junge Lady, vergiss, dass du mich jemals gesehen hast, so. Aber, ja, Mirai ist Mirai. Sie straight up, yo, dude, du bist Mezu, ne? Der Assassine, du hast das Village betrogen. Du hast das Dorf betrogen. Und ja, du benutzt spezielle Shinobi-Techniken, um ja unschuldige Leute umzubringen. Und ja, deswegen will sie ihn nicht gehen lassen, so, sie weiß halt, wer er ist durch das Bingo-Book und sowas. Und ja, greift ihn deswegen an. Da, also interessant, wie gesagt, er scheint zumindest nach dem Wording hier aus Konoha zu kommen. Und falls ja, ist er der Ninja, der am wenigsten nach Konoha aussieht, den ich je gesehen habe. True. Das Interessante ist halt auch, dass er halt ein Stirnband auf seinen Hut trägt, was aber komplett kaputt ist, dass man halt nicht sehen kann, aus welchem Dorf er kommt. Aber dadurch, dass halt Mirai sagt, du bist derjenige, der das Dorf betrogen hat, so. Das hört sich schon von einem Konoha-Shinobi an, als ob es wirklich um Konoha geht. Deswegen. Ja, sonst wäre es halt echt komisch. Ja, sonst hätte man wahrscheinlich gesagt, dass er sein Dorf betrogen hat. Und nicht das Dorf irgendwie. Deswegen, ja, wird wahrscheinlich ein Konoha-Shinobi gewesen sein. Aber ja. Auf jeden Fall, Menu merkt an, yo, du bist zwar ein Kind, aber du bist immer noch ein Shinobi, oder? Und du hast mein Gesicht gesehen. Ja, du dummes Kind, ich war dabei, dein Leben jetzt zu verschonen, aber jetzt hast du verkackt.
Und da guckt er aus mit so einem richtigen creepy Face auf Mirai, Alter. Mirai fängt auch langsam an zu zittern, wird schon sehr nervös, weil sie halt merkt, dass Menno auf einem anderen Level scheinbar ist. Und ja, Menno versucht ihr beizubringen, yo, hier eine kleine Lehrstunde für dich. In dieser Welt werden ja dumme Kinder früh sterben oder jung sterben so. Dieses Bingo-Buch, was du so studiert hast, yo, die liegen falsch über eine Sache. Menno bin nicht ich, sondern wir sind Menno. Und ja, während er das sagt, kommen so voll viele maskierte, bemantelte Leute aus ihm raus, Alter. Als ob es seine eigene Anbu-Einheit hätte, Alter. Wo halt die Frage ist, kommen die aus ihm raus? Wo kommen die her? Wer ist das? Ist das alles wirklich eher so, keine Ahnung, sind das so diese ganzen Persönlichkeiten, wenn man so sagen will? Ist interessant, aber darauf wird er leider auch nicht mehr so viel eingegangen. Ja, es wird halt auf jeden Fall also von Mirai gesagt, dass es keine Doppelgänger sind oder sowas. Also, sondern echte Personen. Und weil ja, die halt einfach aus dem Nichts irgendwie kamen. Scheint es auch nicht irgendwie Marionetten oder irgendwas zu sein, was man sonst kennt, sondern wirklich Menschen halt. Ja, die einfach aus ihm irgendwie rauskamen gefühlt, Alter. Deswegen wäre es fast schade, wenn er dadurch schon raus wäre, weil, was weiß ich. Er kann wirklich noch guten Extra-Stuff bieten für den Arc, Alter. Das klingt ein bisschen so, als würde er so was ähnliches wie Pain machen. Bloß, dass er, was weiß ich, sich wirklich in den Körper transformiert. So. Eine Sache, die mir gerade auch auffällt, die ich interessant finde, er trägt zwei Stirnbänder. Er trägt zwei kaputte Stirnbänder auf seinem Hut. Du hast recht. Das ist auch nochmal interessant, Alter. True. Hier ist die Frage, was das zu bedeuten hat. Ey, nee, den Charakter kann man nicht abhaken, Alter. Ja, den kann man nicht so schon abhaken. Also, wenn, dann muss er im Boruto-Anime aufgegriffen werden. True, Alter, true. Vielleicht ist das wirklich ein Tease für einen zukünftigen Arc. Wie cool wäre das eigentlich? Aber ja, auf jeden Fall, Mirai versucht sich aufzuraffen, wie du schon eben angemerkt hast. Mirai merkt an, oder denkt erstmal, das sind irgendwelche Doppelgänger, aber dann checkt die, nee, das sind keine Doppelgänger, das sind echte Menschen. Ich muss mich zusammenreißen, so, egal wie stark er ist, so. Ich muss meinen Genjutsu nutzen, was mir Mutter beigebracht hat. Und ja, Menno, der Hauptmenno, sag ich einfach mal, packt einen Revolver aus. Was auf jeden Fall noch cooler ist, so in diesem Cowboy-Theme, was da irgendwie drin ist. Ist irgendwie interessant, das zu sehen, Alter. Ja, und dann sagt er zu Mirai, yo, du kannst nicht wegrennen und wir werden dich auch nicht wegrennen lassen, so. Und ja, Mirai versucht, die alle in ein Genjutsu zu stecken, schafft es auch, aber ja, das Genjutsu ist ja stark genug, die kommen direkt wieder raus. Was halt, ja, schlecht für Mirai endet, weil Mirai dann auch direkt weggeschlagen wird, so. Beziehungsweise ihr wird auch die Katze halt rausgeschlagen oder sonst was. Ja, auf jeden Fall, Mirai liegt am Boden und Menno sagt dann auch noch, yo, krasser Shinobi, ein sehr starker Shinobi, ja, denkt immer 2 bis 3 Schritte voraus und sowas, ne? Immer so die Kehrseite der Kehrseite bedenken. Und ja, er geht ein paar Schritte näher auf Mirai zu. Die Katze, die Mirai ja gesaved hatte, Mische jetzt Mirai safen, wird aber leider weggetreten. Tracks Menno, Alter. Und ja, Mirai droppt Shuriken raus. Sie wirft normale Shuriken, aber benutzt Schatten-Shuriken-Jutsu. Das ist verdammt cool, dass sie in dem Alter die Schatten-Shuriken drauf hat, weil das so eines der Main-Jutsu, sag ich mal, von Hiruzen war damals. Ich meine, Hiruzen hat das dann mit den Riesen-Shuriken gemacht, aber dass Mirai das dann hier auch mit den Kleinen macht, ich liebe es. Ich finde es schön zu sehen, dass sie das drauf hat, Alter. Schön die Sarutobi-Blutlinie nochmal beweisen, Alter. Und ja, ein Shuriken trifft auf jeden Fall Menno, er ist ein bisschen überrascht davon, dass halt, ja, Schatten-Shuriken sind so. Er hatte ja einen kleinen Kratzer am Gesicht abbekommen. Und ja, macht dann auch klar, yo, du denkst, du bist clever, aber yo, ich habe geplant, dir einen schnellen Tod zu geben, damit du nicht so viel leiden musst, da du halt nur ein ja, kleines Kind bist, so, aber ja, wenn du es deinen Weg haben willst, du möchtest Shinobi spielen, dann leide und sterb wie ein Shinobi, so. Er fängt halt an, ja, Mirai hochzuheben am Hals, erwürgt sie halt dabei und Mirai droppt den Shinobi-Speech raus, Alter. Nee, beziehungsweise die droppt es noch gar nicht raus, erst droppt Menno raus, sodass die Zeiten sich halt geändert haben. Ja, die Dörfer haben sich geändert, Freunde haben sich geändert oder ja, sowas ist halt nicht mehr nötig, sowas hat keine Bedeutung mehr. Und ja, was kann man halt noch erzwingen oder sowas, was kann man damit erreichen, wenn man an solchen, ja, wertlosen Idealen hängt. Und Mirai haut dann so raus, yo, nee, du liegst falsch, selbst wenn Zeiten geändert sind, es wird immer noch Leute geben, die Shinobi brauchen. Und bis dieser Tag kommt, werde ich jeden Schmerz aushalten, egal wie schmerzhaft es ist, ich werde alles durchhalten. Und ja, das ist das, was mich zum wahren Shinobi machen wird, so.
Manu lacht sie nur aus dafür und ja, möchte sie dann auch direkt wegklatschen. Und sagt dann auch, dass sie halt so ein altmodisches Mindset hat. Der Revolver von Manu wird irgendwie zu einer Klinge. Was auch interessant ist, dass es irgendwie so beides zeitgleich ist. So ein Revolver zeitgleich Dolch, irgendwie sowas. Und ja, möchte halt Mirai töten. Und im Schatten hinter Manu landet eine Chakra-Klinge von Azuma. Ja, die auch mit Chakra geladen ist. Und er kann sich nicht mehr bewegen. Was nur eine Sache bedeuten kann. Nämlich Our Boy Shikamaru ist am Start, der Mirai rettet, Alter. Und der sieht so fucking fresh aus. Ich komm nicht drauf klar, wie er hier einfach steht und lächelt und Mirai einfach beschützt, Alter. Auf jeden Fall schöner Callback mit dem, hier, mit der Chakra-Klinge, so dass es im Schatten geworfen wurde. Das hatten wir genauso im Hidan Kakuzo-Arc so, wo Shikamaru das halt bei denen auch gemacht hat. Wo er die Chakra-Klinge da reingeworfen hat, um die in den Schatten fesseln zu halten. Menno bemerkt auch, dass es Shikamaru ist. Und ja, Shikamaru kümmert sich um die kleine Katze, hat die Katze aufgehoben. Die ganzen anderen Menno-Leute greifen Shikamaru an. Aber Shikamaru, ja, kann den leicht ausweichen und sonst was. Das ist irgendwie kein Problem für ihn auszuweichen. Zeitgleich versucht Shikamaru dann noch den Hauptmenno anzugreifen mit dem Kunai, was er aber auch ausweichen kann, während er dann halt noch flüchtet, weil ein anderer Doppelgänger von ihm halt, nicht Doppelgänger, ein anderer Menno da halt die Chakra-Klinge von seinem Schatten rausgekickt hat. Und ja, somit hat so gesehen Shikamaru die alle verscheucht. Die wurden zwar jetzt nicht besiegt oder sonst was, aber ja, die sind halt alle weggerannt. Shikamaru kümmert, möchte sich halt noch ein bisschen um Mirai kümmern. So, achtet auf sie, fragt, ob alles klar ist und so. Mirai ist einfach nur um die Katze besorgt, was süß zu sehen ist. Ich liebe es komplett. Und ja, Mirai dann auch direkt so, yo, Dude, wir müssen denen hinterher. Wir können die nicht einfach, ja, entkommen lassen. Aber Shikamaru bleibt da komplett locker so und sagt, ja, stimmt, die sind sehr schnell, das ist, ja, ein bisschen schlecht so. Mirai dann so, yo, wie kannst du sowas sagen? Shikamaru dann, yo, bleib ruhig, Mirai. Ich meine, es ist schon ein bisschen schlecht für die jetzt. Ja, die alle machen sich auf den Weg halt, die rennen weg. Die sagen dann auch, yo, die Konoha-Ninja haben uns nicht komplett umzingelt, so, wir können immer noch entkommen. Und ja, da steht der 6. Hokage himself vor denen. Er checkt nur nicht, dass es Kakashi ist. Ja, er greift die, oder die alle greifen Kakashi an. Kakashi macht kurz einen Prozess mit den allen. Und ja, macht dann klar, yo, ich bin hier der 6. Hokage. Hallo. Das bemerkt Menno dann auch. Und es ist so fucking gut, wie Kakashi da chillig einfach sitzt und alle weggeradet hat, weil er einfach einen random Spaziergang macht. Er war nicht auf Mission, ja? Aber sein Hut ist ja, also ist ja ein anderer Hut, nicht der Hokage-Hut. Ja genau, hier der Hut ist ein anderer Hut, ja. Einfach sein Spaziergang-Hut, um nicht so viel aufzufallen oder so. Oh Mann, klassischer Kakashi-Move, Alter. Aber ich liebe dieses Outfit von ihm auch. Auf jeden Fall, wenn du fragst dich so, yo, was macht der Hokage hier, es kann nicht sein, so, what the fuck. Und Kakashi einfach so, nee, es ist halt nicht so, dass ich irgendwie, ja, auf Mission war, um euch zu jagen oder keine Ahnung was. Ich habe einfach einen random Spaziergang gemacht. Es ist langweilig, die ganze Zeit einfach nur am Arbeitstisch zu sitzen und hier rumzuarbeiten. Deswegen, manchmal gehe ich einfach einen Spaziergang machen so und Menno ist komplett schockt, yo, du hast uns gefunden, weil du spazieren gegangen bist. Ja, damit wurde die ganze Menno-Sache erledigt. Erstmal. Hoffentlich erstmal. Ja, auf jeden Fall, Shikamaru merkt an, dass es vorbei ist, weil die ja weiter hinten einen kleinen Krach gehört haben und sonst was. Und ja, dass ein Signal gegeben wurde, dass halt, ja, alles geregelt wurde, dass sie halt gefangen genommen wurden. Und ja, Mirai auf jeden Fall komplett erleichtert, hat starke Selbstzweifel, sie denkt, dass sie selber nicht wirklich als Shinobi taugt, weil sie halt die Mission auch komplett reingeschissen hat. Wo dann Shikamaru auch klar macht, yo, du bist ein guter Shinobi, so, du darfst hier nicht so was Dummes einreden, du hast schließlich auch deinen Stirnband schon bekommen, so. Und ja, so ein Shinobi ist natürlich zu viel für einen Genin, vor allem wenn man alleine ist und keine Ahnung was, so einen Gegner sollte man nicht alleine aufnehmen. Aber du hast für genug Zeit gesorgt, damit wir ankommen können und Leute, die verstehen oder die denken, dass sie nicht qualifiziert genug sind, ja, sind qualifiziert genug automatisch dadurch. So, und ja, somit macht halt Shikamaru Mirai klar, yo, du bist ein guter Shinobi, bleib dran, so ein auf den, was ich schön finde. Ja, Shikamaru sagt dann zu Mirai noch, yo, du könntest alles auf jeden Fall ein bisschen leichter nehmen, ein bisschen mehr auf die leichte Schulter nehmen. Du stresst dich ein bisschen zu sehr, du bist ein bisschen zu, ja, waghalsig. Du stürmst einfach voraus, ohne nachzudenken oder keine Ahnung was, um dich zu beweisen und sonst was. Aber das musst du nicht machen, du kannst ruhig den Gang runterschalten, so. Und das in einem richtig schönen Shot mit Sonnenuntergang, so wie die beiden da stehen. Der Wald im Hintergrund, richtig schöner Shot, Alter. Ich bin am Überlegen, ob ich das gleich vielleicht sogar koloriere oder sowas, hab ich Bock drauf.
Ja, dann kommt der ekelhafteste Tease für mich als Mirai-Fanboy. Wir sehen Mirais Team und ihre Teammates und ihr Sensei, die ja Mirai aufsammeln, weil Mirai ja wie gesagt vorgestürmt ist und keine Ahnung was. Aber wir sehen die nur von hinten, wir bekommen die nicht richtig zu Gesicht und dann cuttet es weg. Wir werden die einfach niemals kennenlernen. Es tut mir so weh. Och man, dieser Tease. Aber ja, was dann auch ein kleiner lustiger Moment war, so, die machen dann auch klar, dass sie auch Kurenai davon auf jeden Fall erzählen müssen. Mirai dann komplett auch, nee, Alter, komm on. Dann Sprung back nach Konoha. Kakashi wieder im Hokage-Amt, der mit Shikamaru ein bisschen reden ist. Sie reden darüber, wie halt die Mission gerade lief, so. Dass Menno vorhatte, irgendwelche reichen Touristen halt anzugreifen oder umzubringen. Die reden halt, wie gesagt, darüber, was halt alles passiert ist, dass sie halt gefangen wurden und sonst was. Und ja, die sind halt froh, dass sie die fangen konnten, bevor etwas passiert ist. Und Kakashi merkt dann auch an, dass man ja den Eintrag im Bingo-Buch auch auf jeden Fall abändern sollte, dass man statt Meso die Meso-Gang schreibt. Ja, und dass er es halt dann im Nachhinein noch fixen will, auch wenn es jetzt nicht so nötig ist, weil die ja gefangen genommen wurden. Wo, also wie gesagt, hier, das ist unser Endstand, was die Menno-Gang betrifft. Ich hoffe, die werden wiederkommen, weil die wurden so krass angeteased irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach abgefrühstückt sind. Aber ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass sie abgefrühstückt sind. Oder sagen wir so, ich kann mir vorstellen, dass sie abgefrühstückt sind, aber ich wünsche mir, dass sie nicht abgefrühstückt sind. So, es wäre schön, wenn man die nochmal reinholt für mehr Manga-Only-Content. So, das wäre richtig saftig, Alter. Oder halt wirklich, dass man das in Anime reinwirft, wie eben erwähnt. Aber ja, Kakashi hinterfragt auf jeden Fall, wie es Mirai geht. So, Shikamaru mal klar, yo, alles gut. Ich schaue mein Bestes, um sie auf Shinobi-Leben vorzubereiten. So, auf jeden Fall sagt Kakashi, dass er ja Urlaub haben will. Und ja, Shikamaru guckt ihn auf jeden Fall ein bisschen komisch an und Kakashi direkt in Rechtfertigung. Nee, bitte nicht. Also ich bin natürlich nur Späße machen, so. Du weißt, ich bin Hokage, so. Ich bin zu beschäftigt, um, ne? Also, aber ja. Wir sehen ja dann noch, wozu es kommt, so. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Während des Hokage-Amtes hat er sich diese Pause ja nicht genommen. Stimmt. Aber was dann auch sehr schön ist, Kakashi redet drüber, dass Mirai irgendwann auf jeden Fall, oder dass er denkt, dass Mirai irgendwann ein großer Shinobi werden wird, was richtig schön ist, und Shikamaru denkt das gleiche. Und dann bekommen wir einen kleinen Skip und sind, sag ich mal, zu unserer aktuellen Zeit im Boruto-Anime geschehen, beziehungsweise zu dem Boruto-Anime-Zeit, wo das halt mit dem Mirai-Zeug abging wahrscheinlich. Ja, und Mirai trifft die Katze wieder, wir sehen Mirai auch in ihrem alten Outfit, in ihrem, ja, Outfit, was wir halt da gesehen haben im Anime so. Ich freue mich zwar, dass wir das Outfit sehen, aber ich finde schade, dass wir das alte Outfit nicht mehr haben. Aber ja, die sieht die Katze vom Frühjahr, die auf jeden Fall größer, ein bisschen dicker geworden ist, so, die glücklicher geworden ist, Greatness. Mirai richtig froh, sie zu sehen. Die Katze springt weg und ja, Mirai guckt nach unten und sieht, wie Sumire, Wasabi und Nami da, ja, komplett am Verzweifeln sind, weil die auch auf dieser Katzenjagdmission sind und es wahrscheinlich um dieselbe Katze geht wie bei Mirai damals, was richtig schön ist, und dass die drei auch nur reingeworfen werden, vor allem, weil wir Wasabi und Nami da noch nie im Manga gesehen haben, nicht im Boruto-Manga oder sonst wo, das sind die ersten Manga-Shots von den beiden, was ich cool finde. Und ja, sie sieht halt, dass sie die gleiche Mission haben, so mit der Katze und auch mit der gleichen Katze und ja, Mirai wünscht dem viel Glück, aber merkt dann auch, yo, shit, ich hab komplett vergessen, ich muss ja auch auf eine Mission, ich muss mich beeilen, so. Jetzt, sie zieht ihr Stimmband fester, macht sich bereit, stürmt auf zu Kakashi und Gai, die am Konoha-Tor warten, weil, ja, ihre Eskorte auf dem Weg ist, was halt Mirai sein wird. Und, ja, das Land des Steams, des Dampfes auf sie wartet, das, Land der heißen Quellen und sonst was, sowas halt. Dass wir halt dahin gehen, wo wir dann halt zum Plot kommen, den wir halt im Anime hatten. Womit das Chapter halt auch endet. Für alle Deutschen so, basically Malle in der Naruto-Welt. Perfekt. Aber ja, das war prinzipiell das Chapter und wie gesagt, wir werden nächstes Chapter wahrscheinlich, was in 2 Wochen, by the way, kommt, alle 2 Wochen kommt hier vor ein Chapter, werden wir sehen, ob die 1:1, wie die Anime-Story weitergehen werden oder ob die, ja, vieles hinzufügen, ob die da auch ein paar Änderungen machen werden. Müsst ihr einfach abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir ein paar Änderungen haben werden, dass wir ein paar Zusätze haben werden und sonst was. Und am coolsten wäre es natürlich, wenn man Menno da doch auf jeden Fall mit reinholt. Das wäre irgendwie cool, wenn man das dann noch irgendwie mit den Yashin-Zeug am Ende verbindet. Aber ja, so, das war's dann so ziemlich von den Chapter so. Mehr gibt es da zum ersten Chapter nicht wirklich zu sagen. Und ich bin wie gesagt gespannt, was wir da in Zukunft bekommen werden. Es ist absolut Greatness, ich liebe es über alles. Und haltet mich für lächerlich, ich fühle das viel mehr als das Asuki-Chapter und sonst was. Einfach nur, weil ich so ein Hardcore-Mirai-Fanboy bin. Das Chapter hat mich komplett auf allen Ebenen weggeflasht, Alter.
Du kannst ja auch mal deine Meinung zu Chapter sagen. Ich war definitiv ein gutes Anfangschapter. Ich bin halt nicht so der Fanboy wie Darius hier. Deswegen bin ich jetzt nicht so übergehypt, aber ey, ich bin gespannt, ob der Cowboy nochmal auftaucht, logischerweise. Mhm. Und auch einfach, auch wenn ich den Anime gesehen habe, was dazu kommt. Und ich habe ehrlich gesagt auch echt viel aus diesem Arc vergessen. Also. Ja, dann passt das ja. Genau. Auf jeden Fall schön, wir sehen wieder Kakashi, Gai und Mira in Action. Ab nächster Woche, nee, ab übernächster Woche. Nächste Woche Samstag dann wieder Sasuke Chapter. Es ist schön, dass wir das alles jetzt haben. Jedenfalls war es das mit dem Video an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und je je. Ciao.